Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf der Nintendo Switch. Wir sind nach Kaer Morhen geflohen, nachdem die wilde Jagd uns und Ciri wieder gefunden haben. Und wir bereiten uns jetzt auf die Schlacht vor. Die Jagd wird bald hier sein. Ted, die Iriad ist nah. Das letzte Zeitalter, die Endzeit. Er ist mit seinen drei Freunden gekommen. Achtung, Fodan. Die wilde Jagd ist gleich da. Ragnarok steht uns bevor. Ja, Ragnarok. Chalmar! Wie steht's, Geralt? Du und Ciri, ihr seid zusammen aufgewachsen. Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen. Zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ja keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht, da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zur Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Planst du noch eine Reise? Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. So. Leb wohl, Ankret. Bis gleich. Zoltan. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Ja, also Sultan, würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Ich meine, aber der kann auch reparieren, hier. Repariere mal alles. Bitte, danke. Der Bezwinger. Sultan hat kein Geld mehr. Ich meine, Armut ist gar nicht ausgerüstet. Was brauche ich? Reparatursets. Das sind Sachen, die brauchen wir eh später. Und ich kann Sultan ja wieder Zeug andrehen. Also, alles gut. Winterklinge behalte ich, Wolf. Goldbonus. Auch kein Mensch. Betäuben, einfrieren, Angriffskraft, betäuben, einfrieren, vergiften ist das. Taumeln. Adrenalin. Rüstungsbespuren. Genau so ein Quatsch. Also. Okay, dann gucken, ob du mir von den anderen Sachen auch was aufkaufst. Mal Sättel. Sattel, Sättel. Mir Schmuck.
Oh, Sultan hat kein Geld mehr. Okay. Ja, alles andere macht leider nicht viel Sinn. Ja, nein. Danke, die wollte ich gar nicht machen. Blödmann. Na schön, wir reden später, Sultan. Moisak! Wissen wir? Oh, wir sind mit mir reden. Okay, gut. Jetzt? Ah, jetzt. Wer auch immer diese Mauer repariert hat, hat schlampig gearbeitet. Mauern sind nicht gerade unser Fachgebiet. Wir sollten die Löcher stopfen. Wozu das Gas? Was bringt uns das Gas? Es ist hochentzündlich. Ich will es hochgehen lassen und dabei ein paar Reiter der Jagd einäschern. Die Festungsmauern halten das aus? Das sind doch ohnehin Ruinen. Wie sollen die noch kaputter gehen? Ich dachte, wie sie mir haut mir jetzt einen drauf. Machen sie nicht gerade unser Fachgebiet? Wir sollten Löcher stopfen. Vielleicht können wir trotzdem diese Löcher schließen. Das Material haben wir da. Ich helfe, wenn du willst. Was ist mit Lambert? Ich weiß schon, was er von Maurerarbeiten hält. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Was gibt es für Fortschritte? Ich krieg das Ding nicht dazu, auch nur einen Bolzen zu schnipsen. Eher macht man mich zum Hierarchen von Novigrad. Bereit für die Schlacht? Ich wurde schon bereit geboren. Okay. Eske. Grüß dich, Wolf. Eske. Ich brauche Ruhe. Muss mich vorbereiten. Okay, kein Problem, Eskel. Ellbogen höher. Der ist hoch genug. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du die Sehne loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine andere Flugbahn. Du bist hier. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin allein losgezogen, aber Wes hat mich aufgespürt. Sie hat darauf bestanden, mitzukommen. Ich sollte dich versohlen, weil du mich nicht um Hilfe gebeten hast. Ich wollte. Aber ich hab's unterwegs am Porsche ausgelassen. Ich wollte. Ich schwöre, ich wollte. Guck die letzte Folge nach. Ich wollte. Was hat dieser Dreckskerl hier zu suchen? Wir brauchen ihn. Vielleicht hast du vergessen, was er getan hat. Ich nicht. Du musst ihn verstehen. Ich werde ihm Auge behalten. Ich habe hier das Sagen. Du musst mich verstehen, nicht ihn verstehen. Ich muss Ciri retten. Um jeden Preis. Und Leto hat schon gegen die Jagd gekämpft. Ich stelle auch nicht seine Fähigkeiten in Frage. Ich trau ihm einfach nicht. Leto wird uns nicht hintergehen. Du bist naiv. Warst es schon immer. Normalerweise ist es mir egal, aber diesmal könnte es Wes und mich das Leben kosten. Denk darüber nach, bevor es zu spät ist. Wir bleiben und helfen. Aber den wollen wir nicht im Rücken haben. Dann mach ich nicht nur Rücken zu. Leto. Mein Katzenbruder. Wir haben einen schweren Kampf vor uns. Was macht die Moral? Erinnerst du dich an die Begegnung mit ihnen am Galgenhügel? Wir werden sie ein weiteres Mal besiegen. Ah, war hier noch wer? Nö. Kommen gleich erst, ne? Meckerfritze. Na, jetzt heißt es, stell dich ein mit Eske. So, ab rein mit dir. Türe, geh doch nicht auf. Bleib doch einfach zu. Eine Illusion.
Wirfst du dich für die wilde Jagd ins Schale? Frauen werfen sich nur für sich selbst ins Schale. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich dachte, du würdest früher kommen. Ich hatte dich früher erwartet. Erst bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann aber doch umgekehrt. Wieso hast du deine Meinung geändert? Manchmal sollten Frauen ihre Entscheidungen nicht erklären. Das gilt erst recht für Zauberinnen. Wie geht es dir? Gefällt dir Kaer Morhen? Solltet ihr die am Anfang nicht überreden, nach Kaer Morhen zu kommen? Ich bin lange Zeit über Bergpfade gewandert. Ihr habt Glück, dass ich es geschafft habe. Dann wird sie tot sein. Dann wird sie zu Raduvid gehen und der wird sie töten. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir müssen die Initiative begreifen. Ergreifen. Jeder wird eine Aufgabe haben. Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Ich bin auch dabei. Für mich war Angriff immer die beste Verteidigung. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Ciri ist am wichtigsten. Wir müssen zusammenarbeiten. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ciri ist am wichtigsten. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Und jetzt zum Rest des Plans. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen.
Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Also, was können wir mit dem Labor machen? Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Tränke wären das Beste. Das habe ich nie genommen. So, wenn ihr die Tränke wählt, dann kriegt ihr auch eine überlebende Schwalme. Das heißt, die halt viel, viel mehr. Ich habe auch nur einmal bis jetzt das Rezept selber bekommen. Ja, also ich werde auch Tränke nehmen. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ich bin überlevelt. Das heißt, diese Schwerter bringen mir jetzt nicht wirklich was. Ich habe aktuell mit das beste Schwert, was ich kriegen kann. Ich bin für die Mauer. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? An die Arbeit. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert, Geralt und Leto. Sie benutzen das Demeritium, um die Navigatorenportale zu schließen und möglichst viele Krieger von der Festung fernzuhalten. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Kaermon, einige Stunden später. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Wie laufen die Vorbereitungen? Sprechen wir das, was uns erwartet. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Zwei Erfahrungspunkte. Danke für alles. Donner. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Wir nehmen Leto mit. Du kennst meine Meinung. Ja. Ja, alle sind nicht begeistert. Man kennt ja den Ruf der Katzenschule. Und gerade Leto hat ja den Volltest getötet und hat dadurch natürlich noch einen schlechteren Ruf. So. Also es ist dadurch nicht unbedingt besser geworden. Hast du überlegt, eine Schwalbe jetzt ausgerüstet oder nicht? Ich muss mal gucken. Ich habe eine verbesserte Schwalbe. So. Überlegen, eine Schwalbe. So.
Katze werde ich gleich nicht brauchen. Vielleicht tausche ich das da noch mit Donner. So. Verlasse die Festung und begib dich zu Lambert, wenn du bereit bist, gegen die Villiers anzutreten. Ja. Fühlt man sich dazu jemals wirklich bereit? Ich glaube nicht. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Denk daran, du darfst dich nicht mehr wahrbringen. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich kriegen. Sie sind hinter dir her. Was auch passiert, du darfst dich nicht in Gefahr begeben. Soll ich nur da sitzen und warten, während andere ihr Leben für mich riskieren? Ich kann sowohl sie als auch ihn verstehen. Hör nur dieses eine Mal auf mich. Tu auf keinen Fall etwas Unbedachtes. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Das sind alles sehr, sehr wichtige Menschen für Ciri. Alles wird gut. Und genauso wichtig ist auch Ciri für ihn. Und deshalb will er einfach nicht, dass ihr was passiert. Was ja auch verständlich ist. Ist noch einer hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass noch einer hier ist, mit dem wir reden können. Nur noch Ciri da. Die anderen sind schon vorne. So, aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut, bevor es mit der großen Schlacht weitergeht, weil da gibt es nicht wirklich Momente, wo man einen Cut machen kann. Also, wenn ihr die große Schlacht um Kaer Morhen nicht verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.